Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, dem Splatfest. Ja, wie man sieht, Splatfest Time hier in Splatoon. Und diese Ansage ist natürlich mein Team gewidmet. Ich bin Team Schlafen gegen Team Essen. Und wir sind derzeit ein normaler Schnarch-Fan und ich würde mal vorschlagen, das müssen wir schleunigst ändern. Wie man sieht, in Kobolus hat sich jemand wieder in seine schönsten Schalen geworfen hier. Wunderbar, wunderschön. Und wir holen uns aber erstmal eine neue Waffe, denn heute sind auch gleichzeitig noch zwei neue Waffen erschienen. Einmal der Endzepper 89 und irgendein Octobrush. So, Stufe hat sie heute, damit ist cooler geworden. Genau, den Endzep 89. Probieren wir mal aus. Der Endzep, na, der ist attraktiv, hat Springler und Tintenferno, das könnte sehr interessant werden. Und dann gibt es noch den Kalligraph. Mhm. Ist halt ein bisschen dickerer Pinsel. So, da haben wir immer den Endzep 89. Der unterscheidet sich jetzt, wo ist denn jetzt, ach, der ist ganz hinten, ne? Gucken wir mal, so, da also ungefähr waren die Werte. Der hat eine bessere Feuerrate. Aber nur noch schnellere Feuerrate, die beste, die es gibt. Und das hier ist der Kalligraph. Jo. Gut, wir nehmen aber den Endzep 89 mit Sprinkler und Tintenferno. Tintenferno könnte ganz geil werden. Feuerkraft ist jetzt nicht so gut, aber Reichweite und, ja. Was habe ich denn gerade gelabert mit Feuerrate? Ist gut. Upsala. So. Ja. Nehmen wir mal den. So, den legen wir mal an. Das ist der Endzep 89 im schönen orangenen Rot-Design. Cool. So, also. Hallo Splatfest, hallo ladende, lustigen Plakate. So. Sieht irgendwie lustig aus, wenn die nicht geladen werden, die Dinger. Na komm, ladet. Ja, ich werde geil mit Relaxo, auch als Team-Symbol für Schlafen. Also die Idee, Leute haben echt coole Ideen, muss man sagen. Ach, da wo Pac-Man mit Essen ist ja auch cool. Ja, also es wird diesmal interessant sein, wer gewinnen wird. Diesmal hat ja Rock gewonnen. Und schauen wir doch mal, ob diesmal vielleicht sogar unser Team gewinnen wird. So, wir gehen einfach mal rein in die Lobby. Splatfest-Kampf. Schlafen gegen Essen. Und unsere Arenen sind heute Bones und Nautilus, Tümlach-Gruppe und ihr Blauflossen-Depot sind einmal unsere Splatfest-Arenen. Ach, Splatfest, Leute. Ist es nicht schön? Alter, der Hintergrund sieht ja cool aus. Hier ist so ein orangen, lila. Das sieht abgefahren aus. So, Team Schnarch ist bereit. Team Mampf wird gewartet. Die Namen. Team Schnarch gegen Team Mampf. Die müssen ja echt für jedes Splatfest immer alles neu lokalisieren. Also alles übersetzen. Und wie man sieht, die haben echt lustige Namen immer wieder. Gut, Team Schnarch gegen Team Mampf. Geil, sehr schön. Wir haben mal gespannt, wie es Menschen heißt. Es hat gerade erst begonnen, deshalb habe ich auch noch keine Punkte. Und ja, schauen wir mal. Tümlach-Kugel. Da machen wir mal mit unserem Endzep 89, also 89. Oh, da hat auch jemand den 89er, cool. Und da auch. Oh, genauso gleich. Cool. So. Wie man sieht, der hat eine viel schnellere Feuerrate. So. Lalalala. Und wie man sieht, die Tümlach-Kuppel ist im Nachtmodus. Oh, hätte ich schon fast einen gehabt. Ja, jetzt ist er tot. Wunderbar. So, Frederick erledigt. Sehr schön. So. Aua, 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 aua. Na, wo ist er denn? Da ist er. Ah, verdammt, kriegen wir mal. Schade, ich hatte den Fernrohr gerade gehabt. Geil. Ich hoffe, ich übersteuere nicht, aber dürfte eigentlich alles hoffentlich gut sein. Hm. Ah, der hat auch den Fernrohr. Na gut. Okay. Ach ja, Splatfest, das ist schön. Das ist wieder schön. Ich frage mich, jetzt frage ich mich gerade mal, wir spielen ja gerade echt hier in den Inkfarben. Lila und Orange. War es die ganze Zeit so gewesen oder hat sich das geändert gehabt? So, wir machen mal kurz den Ink-Zweig da rein. So, weg damit. Ah, der hat irgendwas aktiviert, aber er hat es irgendwie nicht benutzt. Na gut. So, weg mit dir. Nicht meinen kleinen Kameraden hier töten. So, wie man sieht, wir führen auch gerade. Wir haben ja auch Sprinkler, ne? Da haben wir gerade keine Tinte für. Jetzt haben wir wieder Tinte. Oh, haben wir auch gut platziert an den Sprinkler. Sehr cool.
So, ah, Splatfest. Ich freue mich gerade echt, muss ich sagen, wieder. Einfach mal wieder dieses Coole zu erleben. Ja, schon geil. Muss man schon sagen. So, dann mal hier, machen wir da mal den Zweck rein. So. Warum nicht? Die Armen. Aber naja. Oh, da ist einer. Oh, da ist noch einer. Ah, da sind mehrere. Ah, ich geh mal Rückzug. Okay, Rückzug. Rückzug hat nicht ganz geklappt, schade. Anzap 89. Oh yeah. So. Ach, guck mal, Leute, hier fehlt ja was. Oder ist halt nur beim, hier beim Revierkampf so, also hier beim Wanket. Da sind ja solche, so Sachen, wo man hoch kann und das hat dann gefehlt. Vielleicht fehlt das ja da. Ich hätte mich aber gewundert, warum man da nicht hoch kann, aber okay. So. Also wie man sieht, wir haben die gerade echt gut in der Mangel. Also wie man sieht, die haben zu viel gegessen. oh, da war einer. Okay. Nicht unterschätzen sollte man Team Mampf. Keinen Fall sollte man die unterschätzen. So. Ich möchte ja gerne mal mein Tinferno voll bekommen. Vielleicht wird das auch meine neue Hauptwaffe werden, weil Tinferno finde ich eigentlich cool, muss ich ja sagen. So. Irgendwo kommt die gerade Orange her. Ich weiß nicht von wo. Da. So. Ja, weg mit dir. Wunderbar. Das ist so gut. Ah, ich muss weg. Ich muss weg. Okay. Geht das noch voll? Ich könnte das noch voll bekommen. Ich könnte es noch voll bekommen. Ich hab's voll. Oh, jetzt nochmal Linksfreak reingesetzt. Geil. Schön nochmal an ihre Basis. Sehr schön. Hasch. Guck mal, sieht man da oben schön. Ah, die haben wir bei uns auch nochmal ein paar reingesetzt. Aber wir haben doch gewonnen, muss man doch sagen, ja. Cool. Damit ein Punkt für Team Schnarch. Das Thema, ey. Amerika ist ja gerade noch Rollercoaster, also Wasserbahnen gegen Achterbahnen. Das dürfte auch schon bald vorbei sein. Mal schauen, wer da gewinnen wird. Und das dritte Splatfest für Japan wurde schon enthüllt. Und das ist schon wieder ein Product Placement. Es geht um Milchtee gegen Eistee von irgendeiner Firma. War das so richtig? Auf jeden Fall Teesorten. Mal wieder. Letztens war es Nudeln, diesmal sind es Teesorten. Irgendwie lustig, dass die Japaner bisher als Product Placement hatten und wir bisher noch nicht. Mal gucken, ob wir auch noch ein Product Placement bekommen. Würde mich ja interessieren. Und vor allem dann was für eins. Obwohl, ich glaube, das ist wieder sehr schön umzusetzen. Also in Amerika könnte ich es mir leicht vorstellen, weil da hat man einen Start. Aber in Europa ein Product Placement zu machen, wo alle Firmen ja sagen, auf jedes Land und so, könnte wieder schwerer werden. Ja, wir haben es ja gesehen mit Nintendo TV. Hat ja leider nicht in Europa geschafft. Schade, schade. Naja. So, blaue Flossendepot in der Nacht. Der Leuchtturm leuchtet. Ach, sehr schön. Aber man spielt echt mal die ganze Zeit lila gegen orange. Ja gut, ist ja logisch, ne? Wusste ich gar nicht mehr. Was cool zu wissen. Sehr cool. So, erstmal. Oh, ups, da wäre ich schon fast runtergefallen. Wäre nicht so geil gewesen. Lalalala. Ah, blaue Flossendepot in der Nacht sieht schon geil aus. Hat schon was, muss man sagen. Oder ist einer? Wow, da war ein bisschen Lupen-Battle von uns beiden. Ich muss weg, ich habe ein Tinferno. So, schnell machen. Okay, cool. So. Oh, wie viele Punkte der Tinferno bringt. Wie da oben die Zahl durchrastet. Cool, cool. So. Aua. Aua, 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 aua. Aua. Okay, ich mach grad irgendwie gut Schaden. Also, entweder ich bin heute gut oder die Gegner sind heute noch nicht so geil. Es kann ja noch sein, dass es noch kommt, ne? So, da. Lalalalala. Live-Ergebnis wäre auch cool, wie wir jetzt mal so stehen würde, aber naja, da bleibt halt mal alles schön geheim. Ha, heim. Ich muss weg. So, dann mal hier schnell den Zweig machen. Cool. Wow. Weg damit. Aua. Ich krieg irgendwie Schaden. Okay, alles gut. Gehen wir mal hier hoch. Hier waren wir noch nicht. Okay, hier ist einer von uns. Hier ist ein bisschen viel Orange. Na, 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 na. Das sieht es auch schön. Ich liebe es. Sehr schön. Aber wenn es nochmal das gleiche ist, muss man sagen. Vielleicht wird ja nochmal was kommen. Vielleicht aber auch nicht. Man wird sehen. Aua, da wurde ich von rechts
gespottet. Kann man das, sagt man dazu? Weiß ich gar nicht. Wenn ich aber gerade mal so auf die Karte schaue, sieht es nicht so rosig aus für unser Team. So, hier nochmal ein bisschen. Wunderbar. Okay. Ja, hier, wie man sieht, die Gegner haben gerade. Okay, den habe ich gekriegt. Wunderbar. Ja, man, die haben mir gerade echt gut ein bisschen was eingefärbt. Die Schnarcher. Die Mampfer. Wir sind ja die Schnarcher. Ach, ich liebe es. Aua. Aua, aua, aua. Das hat weh. Oh, ich möchte. Ah, ich krieg den nicht. Doch, ich krieg den. Geil. Pink Strike. Da rein. Ja, gut. Okay. Ich war ja halt gerade beim Ink Strike auswählen. Von daher alles okay. Passt schon. Oh, wir haben gerade 700 Punkte. Ey, läuft gerade richtig bei uns. Ich hoffe, ich kann nicht übersteuern, so weil manchmal so echt in den roten Bereich. Ich gucke mir gleich mal nach der Aufnahme an und dann schaue ich mal, wie es beim nächsten Part geht. Denn diesmal machen wir mehrere Parts hier von dem schönen Splatfest. Planet. So, aber man sieht, sie sind im Gefahrenmodus. Sie haben auch nicht gerade wirklich viel eingefärbt. Also es hält sich echt im Überschaubaren. Und ja, das war's. Und da ist noch Druck. Seht ihr da blau? Seht ihr den da einen Pixel? Cool, ne? So, also das dürften wir auch wieder locker gewonnen haben, wie man sieht. Ding, ding, ding. Team schlaft, also Team Schnarch liegt hier gut vor. 6-2 war okay. War sehr gut. Und da sind wir auch schon. Volle Kanne Schnarch-Fan. Okay, die Titel bleiben also, dieses volle Kanne und dieses Normalo. Das Einzige, was sich ändert, ist da so der Name drin. Des jeweiligen Splatfestes. Okay. So. Jo, da sind wir gerade mal zu zweit in einer Lobby. Wir brauchen ein paar Schnarcher hier. Wir brauchen Schnarcher. Aha. Team Schnarch ist bereit. Jetzt warten wir auf Mampf. Mampf, Mampf, Mampf. Keksmonster, Kümmelmonster. Passt auch gut für die dazu. Aber wer schnarcht denn so gerne? Also Relaxo schnarcht gerne. Oh, das ist auch schon wieder fertig. Wir haben bestimmt auch andere, die gerne schnarchen. So als Symbol. Weiß aber nicht so, welche fallen mir gerade keiner ein. Naja, macht nix. Und nochmal Blauflossendepot zum Ende hin. Hier diesen Parts. So. Huiuiui. Okay, oh, da hat einer die neue Waffe. Cool. Wir gehen mal hier links lang. Lalalala. Wenn die schon alle rechts und Mitte lang gehen, dann passt. Gehen wir mal links hier lang. So. Ich glaube, die ist echt besser, die Waffe. Habe ich so das Gefühl. Okay. So. Oh. Aber wenn ich mir gerade mal frage. Oh, aua, aua. Ich möchte nicht da. Oh, das ist gerade doof, oder? Ne, ist gut. Ich frage nicht, ja. Also, dadurch, dass ich ja gerade wieder sehe, dass sich ja die Teams nach den Farben anordnet, frage ich mich gerade ein bisschen, wie es bei Japan sein wird, weil die sehr helle Farben haben. Und ich weiß gerade aber nicht mehr genau die Farben. Dort war so ein helles Gelb gewesen und so ein helles Weiß war gewesen als Symbolfarbe. Und da frage ich mich jetzt ein bisschen, wie wird das denn aussehen? Hm. Mal gespannt. Ist ja dann nächste Woche in Japan das Splatfest. Wenn wir mal so ein paar Aufnahmen sich mal anschauen von Japanern. Jo. Aber komisch, dass die Japaner echt mit uns zusammenhalten. Die wollen sich irgendwie ein bisschen von uns trennen. Hm, naja. Wenn sie meinen. Aber wenigstens ein Wochenende mal ohne Japaner. Okay. Aua, aua, aua. So, hier hoch. Jetzt sind sie wieder im Gefahrenmodus. Sehr schön. Ah, der kam nochmal zu mir. Okay. Der hat sich jetzt nicht nehmen lassen, mich umzubringen. Also, kurzweilig natürlich. Nur ist ein Kinderspiel. Nee. Jo, als Einfärben so ein bisschen Echolocator angemacht worden von einem anderen. Cool. Obwohl ich den Echolocator auch mag, aber der Tinteninferno, das ist halt manchmal echt besser, muss man sagen. Oh, hier ist wieder ein bisschen orange geworden. So. So, weg mit dir. Der hat uns gar nicht gesehen. Auch gut. Wie man sieht, wir sind die ganze Zeit in ihrer Basis, so in der Nähe. Okay, ich baue mal kurz hier. Aua. Ich habe den falsch irgendwo hingesetzt. Ups, mein Fehler. Da war ich gerade ein bisschen aufgeregt gewesen.
Egal. Aber trotzdem, wie man sieht, wir führen gerade. So. Können wir hier nochmal ein bisschen machen hier. Bisschen, wir haben ja Zeit, ne? Soll ja schön aussehen, ja, das auch. So, vielleicht kriegen wir nochmal ein Tinferno voll. Aua, aua. Ah, perfekt, gekriegt. Zwei Leute getötet. Boah, ich bin gerade echt gut im Lauf, muss ich sagen. Also nicht schlecht, weil ich hier gerade für Moves mache. Okay, genau. Ah, da ist auch schon wieder einer. Aua, aua, aua. So, ah, ich krieg da glaube ich nicht mehr voll. Ja, dazu fehlt ein bisschen was. Schade. Ha, der hat doch, ich habe ihn getötet, bevor er noch der Insta-Track machen konnte. Doch, ich habe noch mal was. Ich habe noch mal was. Sollen aber hier in ihre Basis schön rein. Das ist immer fies, wenn man zum Ende nochmal in die Basis macht, weil man da am meisten sich Mühe gibt. Ja, wie man sieht, Team Mampf hat gerade keine Chancen gegen uns. Das ist, wow, krass. Aber Leute, ich will mal vorschlagen, das war es in dem Part von Let's Play Splatoon Splatfest EU 2 Schnarch gegen Mampf. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also Essen gegen Schnaffen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Sag ich, ciao, euer Ninja Shi. Tendo. Und wir werden natürlich nochmal die Lobby wechseln für den nächsten Part. Also, wie gesagt, ciao.